Hallo und herzlich willkommen auf Neuräder.de, wo wir uns nun in diesem Video die sogenannten Ableitungsregeln anschauen. Das heißt, wir haben jetzt schon viele Fälle mit der AHA-Methode abgeleitet. Es war allerdings recht lang und auch recht schwierig mit der Äquivalenzumformung. Deswegen gibt es spezielle Regeln, die uns erlauben, ohne die AHA-Methode einfach Funktionen abzuleiten. Diese erste Regel, die es dafür gibt, ist die sogenannte Potenzregel. Das heißt, wenn wir uns mal anschauen, welche Ableitungen wir schon kennen. Wir hatten ja zum Beispiel in einem anderen Video schon herausgefunden, dass x hoch 3 abgeleitet gerade 3x Quadrat ergibt. Genauso kann man mit der H-Methode herausfinden, dass x Quadrat abgeleitet 2x ergibt. Oder x selbst abgeleitet 1 ergibt. Und, oder zum Beispiel haben wir herausgefunden, in einem anderen Video 1 durch x war gerade minus 1 durch x Quadrat. Und es ist die Frage, ob wir hier eine Regelmäßigkeit finden. Ja, wie wird aus x hoch 3 3x Quadrat? Wie wird aus x Quadrat 2x? Und nun, das kann man relativ leicht erkennen. Die 3, also der Exponent, kommt nach vorne und oben mache ich 1 weniger. Ja, hier x Quadrat, die 2 nach vorne und das x hoch 2 und x hoch 1, also x. Oder hier x hoch 1, die 1 kommt nach vorne und das x hoch 1 wird x hoch 0 und x hoch 0 ist 1. Und so weiter. Aus 1 durch x, das sieht ein bisschen komplizierter aus, aber kann man auch schreiben, dass x hoch minus 1, dann bringe ich die minus 1 nach vorne und übrig bleibt x hoch minus 2, also das minus 1 mal x hoch minus 2. Also kann man allgemein festhalten, wenn f von x allgemein eine Funktion der Form x hoch n, also beliebiger Exponent, dann gilt, die Ableitungsfunktion f' von x ist gerade das n nach vorne geholt, also n mal x hoch n minus 1, oben 1 weniger. Das ist die sogenannte Potenzregel. Nun, eine weitere Regel, mit der man relativ gut arbeiten kann, ist die Summenregel. Stellen wir uns vor, wir haben eine Funktion, die aus zwei anderen Funktionen addiert zusammengesetzt ist. Also f von x gleich g von x plus h von x. Zum Beispiel f von x ist x hoch 3 plus x hoch 2. Ja, dann ist abgeleitet gerade komponentenweise abgeleitet. Das heißt, f' von x ist gerade g' von x plus h' von x. Also in unserem Beispiel x hoch 3 plus x hoch 2 abgeleitet ist gerade 3x Quadrat plus 2x. Also kann man ganz, ganz einfach annehmen, dass man jetzt einzelne Ableitungen schon hat. Die sogenannte Faktorregel, die regelt, was passiert mit einem festen Vorfaktor. Zum Beispiel, wenn wir eine Funktion haben f von x gleich, sagen wir, a mal g von x, wobei a ein beliebiger Faktor ist, dann ist die Ableitung davon f' von x einfach a mal g' von x. Das heißt, ein Vorfaktor bleibt bei der Ableitung erhalten. Zum Beispiel, wenn wir nicht x hoch 3, sondern 5x hoch 3 ableiten würden, dann bleibt die 5 einfach stehen. Und man, also 5 mal 3x Quadrat wäre dann die Ableitung, also 15x Quadrat. Der Vorfaktor bleibt bei der Ableitung erhalten. Das kann man sich merken, nicht über der Summe, wo ja zum Beispiel eine Zahl abgeleitet 0 ergibt, sondern da bleibt der Wert erhalten bei der Multiplikation. Machen wir ein paar Beispiele dazu. Nehmen wir mal an, f von x ist 5x hoch 7 plus 1 durch x hoch 3. Nun, 1 durch x hoch 3 ist relativ hässlich. Das schreiben wir erstmal um. Das könnt ihr euch merken, wenn man solche Brüche hat, einfach erstmal die Potenz umschreiben. Das heißt, aus 1 durch x hoch 3 wird x hoch minus 3. Ja, einfach nach oben schieben, ändert sich das Vorzeichen im Exponenten. Jetzt können wir das ableiten mit Hilfe der Regeln. 5x hoch 7. Die 7 kommt nach vorne. Das heißt, hier steht 7 mal 5 ist 35 und hier oben 1 weniger, das heißt x hoch 6. Und hier das gleiche, plus x hoch minus 3, das heißt plus, die minus 3 kommt nach vorne, also minus 3, mal minus 3 1 weniger, Vorsicht, ist nicht minus 2, sondern minus 4, kann man jetzt einfach am Zahlenstrahl erkennen. Also steht hier x hoch minus 4. Wir können es noch umschreiben, 35x hoch 6. Minus 3 x hoch minus 4. Ein anderes Beispiel wäre, wenn wir die Funktion f von x hätten, nämlich der Form 2 Wurzel x plus minus 1 durch Wurzel x. Nun, auch hier bietet es sich an, erstmal umzuschreiben. Was ist denn Wurzel x? Ja, Wurzel x ist gerade x hoch 1/2. Das heißt, so schreibe ich 2 mal x hoch 1/2. Und hier, 1 durch Wurzel x, ist ja gerade 1 durch x hoch 1/2
Und wenn ich das dann vom Nenner in den Zähler bringe, dann muss ich Minus setzen. Also ist es gerade x hoch minus 1 halb. Also minus x hoch minus 1 halb. So, und jetzt können wir ableiten. F' von x. Und auch gerade, auch wieder nicht ganz zahlige Zahl steht im Exponenten, kann man es genauso machen. Das 1 halb kommt nach vorne. Das heißt 1 halb mal 2. Ich mache es mal ausführlich. 1 halb mal 2. Und hier, wenn wir 1 halb oder 0,5 um 1 reduzieren, kann man sich im Zahlenstreit klar machen, das ist gerade minus 1 halb. Ja, wenn man hier schaut, 0, 1 halb und 1 zurückgeht, ist gerade bei minus 1 halb. Das heißt, mal x hoch minus 1 halb. Und hier x hoch minus 1 halb, wenn wir hier auch noch um 1 zurückgehen, sind wir bei minus 3 halbe. Das heißt, die minus 1 halb kommt nach vorne, minus minus 1 halb ist also plus 1 halb und hier x hoch minus 3 halbe. Umgeschrieben bedeutet das, 1 halb mal 2 ist 1, x hoch minus 1 halb, plus 1 halb, x hoch minus 3 halbe. Wenn man jetzt möchte, können wir das auch noch weiter umschreiben. Das x hoch minus 1 halb ist ja gerade wieder 1 durch Wurzel x. Das steht als 1 durch Wurzel x, plus 1 durch 2, x hoch 3 halbe. Aber das ist nicht unbedingt erforderlich. Auch so wäre das schon korrekt gelöst gewesen. Ja, das waren einige Beispiele für die Ableitungsregeln, mit denen es deutlich einfacher ist, als mit der H-Methode Funktionen dieser Art abzuleiten. Dankeschön.